Pivot Shuttle LT. LT für Long Travel. Das SL, das Superlight, hat man in einem der letzten Videos schon, wo es wirklich ums Gewicht ging. Jetzt sind wir bei dem Super Enduro, bei dem, ich sag mal, ja, Kampfgerät im Hause Pivot unter den E-Bikes. Und ihr seht auch gleich neue Farbe im Programm. Und was ist der Unterschied? Auch der Unterschied natürlich zu dem SL-Modell. Das LT auf jeden Fall ausgelegt mit Federweg. Wir reden über 170 mm in der Front, über 160 mm im Heck. Wobei wir beim SL nur bei 150, 132 mm sind. Also ihr merkt schon, das Ding will gefahren werden, besonders bergab. Hat keine Einschränkungen, was man mitmacht. Hoch, runter, springen, völlig egal, alles ist möglich. Aber zusätzlich kommt noch, ihr seht schon, das dickere Rohr. Hier ist ein dicker Akku drin. 756 Wattstunden Akku mit dem Shimano EP8 Motor mit 85 Newtonmeter. Also hier ist natürlich auch ein vollwertiges E-Bike, wo ich sagen kann, ich will Reichweite, ich will hier weit kommen, ich will natürlich auch ordentlich im Trail liegen mit dem Gewicht. Und was haben wir weiter noch verbaut? Wir haben eine Vierkolbenbremse von Shimano, generell Shimano verbaut. Hier haben wir die Ride Edition und dann gibt es noch die Top-Version, die Team Edition. Immer mit einem Vollcarbonrahmen, das heißt, der komplette Rahmen und Hinterbau ist aus stabilen, leichten Carbon. Wir haben bei beiden Rädern zwei verschiedene Farben. Einmal ein Blau und einmal das Grün. Wir haben den üblichen Shimano-Knopf zum Anschalten im Oberrohr mit einer USB-C-Buchse. Ja, und ansonsten feine Teile verbaut, wie die E13 Sattelstütz mit einem wirklich tollen Hebel. 29 vorne und 29 Zoll hinten. Wir haben bei dem Fahrrad den üblichen DW-Link von Pivot. Das heißt, wenn ich kraftvoll den Berg im Tretmodus hochfahre, wippt das Fahrwerk nicht so ein, sinkt nicht so ein. Und ich habe hier einen Flipchip verbaut in der Stufe Low, die ist jetzt verbaut. Das heißt, damit kann ich schön schnell Trails, Schotterwege ballern, wenn ich wirklich auf Geschwindigkeit unterwegs bin. Und ich kann das noch auf High einstellen. Dann ist die Geometrie eher so, wenn ich sage, ich liebe eher so die technischen Trails, bin auch mal langsamer unterwegs und es wird sehr eng, dann ist das die optimale Einstellung. Das kann natürlich immer jeder für sich selber entscheiden, was da das Bessere ist. Genau, ansonsten komplett Fox. Wir haben hier Newman-Laufräder, die Shimano, wie gesagt, Vierkolbenbremse mit den Galfer-Scheiben und einer 12-fach-Schaltung. Super Enduro, so wird das Rad beschrieben. Und da kommt noch eine schöne Sache. Geht man gar nicht so oft ein. Gewichtsbeschränkungen gibt es eigentlich hier gar nicht. Das heißt, wenn ich doch etwas mehr Gewicht habe als ich, was nicht schwer ist, ist das überhaupt kein Thema. 150 Kilo ist die Freigabe. Das Rad kann eigentlich mehr. Das sind eher die Anbauteile, die dann sagen, die Laufräder etc. Hier ist bei uns Schluss. Beispielsweise bei 150, wo man das Rad jetzt einordnen würde. Ja, und ansonsten ist das wirklich ein Rad zum Ballern.